Das mag ich ungeheuer gern. Ich muss sagen, Süßigkeiten, aber ich versuche das so weit einzuschränken, dass es halt dann nicht nach außen schlägt. Weil man muss ja, wenn man sich präsentiert im Videos, muss man halt auch irgendwie nach was aussehen. Das mag ich gar nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, FC Bayern, ja. Wen ich toll finde und warum? Ich finde Mats Hummels ganz gut, also jetzt auf Fußball bezogen, weil er einfach ein ziemlich authentischer Spieler ist und auch irgendwie nach außen ziemlich intelligent rüberkommt und auch, glaube ich, menschlich genau mein Typ. Dein liebstes Buch? Oh, das ist jetzt von Friedrich Dürrenmatt, mag ich ein paar seine Krimis, aber ansonsten das, was ich halt früher gelesen habe, waren Harry Potter Bücher, da war ich echt immer so drin und ich bin ehrlich, momentan habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit, um halt solche dicken Romane da durchzublättern. Das waren vielleicht so die letzten Bücher, die ich so verschlungen habe. Dein Lieblingstier? Ganz einfach eine Katze, Hauskatze. Das mache ich gern mit meinen Freunden. Campen ist zum Beispiel ganz cool, also Zelten, das ist, macht ziemlich viel Spaß, auch wenn wir es nicht so oft machen oder halt draußen irgendwie am See abhängen, die Sonne genießen, sollte man irgendwie öfters machen. Was ich mal gern tun würde? Ich würde wahrscheinlich gern eine Weltreise oder so eine kleine Weltreise, wenn es die Zeit zulässt, machen. Vielleicht schaffe ich das auch mal in den nächsten 2-3 Jahren. 3 Dinge, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Wahrscheinlich ein Messer, ein Handy und eine Begleitperson, damit es mir nicht langweilig wird. Und ein Tag ist perfekt, wenn? Ja, ich glaube, wenn man am Ende des Tages zurückblickend sagen kann, dass man alles erlebt hat, was man sich vorgenommen hat oder halt einfach glücklich ins Bett fällt und einschläft. Und hast du zum Schluss noch einen Tipp für Nachwuchs? Leute, die gerne einen Sportkanal auf YouTube machen möchten? Wie sollte man da am besten vorgehen? Man sollte halt das machen, was einem Spaß macht oder das, was man gut kann und soll sich halt vielleicht nicht zu viel Druck machen. Einfach dranbleiben, es dauert manchmal 1-2 Jahre, bis man halt irgendwie auf ein bestimmtes Niveau kommt. Und wer da halt diese Hartnäckigkeit hat und einfach halt am Ball bleibt, der wird halt am Ende auch irgendwie Erfolg haben. Video vorbei, aber du hast noch Lust auf mehr? Dann schau dir doch auch unsere anderen Clips an. Ideen und Anmerkungen einfach in die Kommentarbox. Das war's von mir, bis zum nächsten Video. Und wie sieht's bei dir so aus mit Mensa-Essen? Da bin ich immer ganz gerne. Also ich freue mich immer, wenn ich mit meinen Uni-Freunden in die Mensa gehen kann, weil bei uns gibt es sogar auch vegan und vegetarisch und so einen riesen Salat- und Gemüsebuffet. Damit ihr aber trotzdem in eurem Traumstudiengang studieren könnt, ist das magische Zauberwort Wartesemester. Was genau sind Wartesemester? Als Wartesemester wird die Zeit beschrieben, die zwischen eurem Abitur und eurem Studium liegt.